Hallo, ich mache ein kurzes Video. Und zwar bin ich gerade im Bett und bin jetzt nicht schwer krank. Ich war so seit 10 Jahren nicht mehr richtig irgendwie mit Fieber krank oder so. Aber ich habe ein bisschen, habe meine gesunde Ernährung ein bisschen schleifen lassen und so weiter. Und jetzt muss ich muss ein bisschen aufholen mit den Vitaminen wieder. Und ja, also ich bin jetzt nicht krank, ich bin, wie gesagt, seit 10 Jahren nicht mehr krank gewesen, durch die ganze Zeit dadurch. Aber es ist sogar so weit, dass ich praktisch überhaupt keinen Dings drauf gebe, irgendwie Hände desinfiziere, sondern ich esse oft bewusst mit Hände vom Einkaufen und so weiter, wo ich weiß, dadurch mein Immunsystem ein bisschen trainieren. Aber da muss eben dann alles zusammenpassen und da müsste ein bisschen wieder ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Okay, das am Rande, also bin ich nicht schwer krank, aber ja, so bin ich jetzt halt da. Und deshalb mache ich jetzt kein so ausführliches Video, sondern das ist jetzt am Handy was. Und da ist mir was aufgefallen, das ist eine Werbung vor einem Video wird manchmal solche Videospiele gezeigt. Und da geht es jetzt um etwas, wo ich sagen will, praktisch, das sind Sachen, wie soll man sagen, da denken andere Leute gar nicht dran, sage ich mal. Was mir auffällt, sage ich mal. Damit will ich ein bisschen mein Helfer Dingsbums, nicht, ich habe kein richtiges Helfersyndrom, weil ich ja viel zu reflektiert bin, um wirklich so eine Macke zu haben. Aber wenn man jetzt sagt, der kümmert sich manchmal ein bisschen viel, macht sich Gedanken um das und das, das ein bisschen nicht normal ist. Also da will ich euch etwas erklären. Ihr seht zum Beispiel, wenn jetzt ein kleines Mädchen ermordet wurde, ist grausam von einem Triebtäter. Und dann denkt ihr, ja, der Mann ist krank, der Mann ist irgendwie, der braucht Therapie oder so. Aber ihr seid, ich sag mal, die ganze Branche, auch die Psychologen, Psychiater, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen und so weiter, aber auch die Vordenker der Psychologie, der Psychiatrie, keiner von denen kann mir geistig das Wasser reichen. Ich sage mal, aber auch, ja, gut, die Frage ist, was kann ich jetzt begründen von dieser Aussage mit dem Beispiel? Vielleicht nicht alles, aber dann werde ich halt anders mal noch den Rest begründen. Jetzt geht es um Folgendes. Ich sage, ihr habt einen Täter, der hat ein kleines Kind misshandelt, gefoltert und so weiter, sexuell missbraucht. Und ihr denkt, ach, ist die Welt schlecht. Aber schaut mal, was hier kultiviert wird, das ist Frauenhass. Schaut mal, da wird der Reflex, dass ein Mensch, schaut mal, was die wird jetzt den hier runterstoßen mit dem Fuß. Und da fliegt er jetzt praktisch schon runter. Und die sexy Frau, die wird ihn noch weiter runterstoßen. Hier wird Frauenhass praktisch kultiviert. Und dann sagt er, ja, Frauenhass, aber das ist ja kein kleines Mädchen. Ja, aber wenn einer praktisch Sadismus und Machtausübung gegen ein kleines Mädchen oder ein kleines Kind, das kann aber etwas anderes sein, gegen eine wehrlose Macht, dann ist es praktisch aus einem, irgendwo sitzt ein Kompensations Effekt bei dem. Und versteht ihr, es sind Leute, das sind attraktive Frauen und die attraktiven Frauen demütigen dieses Männle. Das blaue Männle ist der Spieler sozusagen. Und der fliegt jetzt erst darunter und dann wird er praktisch mit den anderen Gestalten hier kämpfen und so verläuft die Werbung. Aber das Höchste des Hasses und der Demütigung ist die Frau. Versteht ihr, das ist teuflisch, das ist teuflisch. Es gibt Menschen, die sind eben nicht, die sind eben einfach gestrickt, wie soll man sagen. Das ist, ich kann Professoren der Psychologie oder Psychiatrie belehren.
Na, die mich auch. Es gibt Fachwissen zum Beispiel über Medikamente, über das oder das oder das. Das weiß ich nicht. Wobei, Medikamente ist sowieso nicht mein Dings. Das kann in irgendeiner akuten Dings, aber sonst ist alles scheißdreck. Also, ich sag nicht, das ist, wie gesagt, ich habe es mit einer Person zu tun gehabt, kürzlich, die hat berichtet, sie kann in 10 Minuten ein Buch querlesen. Diese Person kann Wissen aufnehmen. Das kann ich nicht mit dieser Begabung. Die Person hat eine Hochbegabung, aber meine ist anders. Und die ist nicht geringer, sage ich mal. Bei mir geht es nicht um Wissen. Man braucht aber Wissen, ohne Wissen, sag ich mal, geht es auch nicht. Aber bei mir geht es um eine Kombination von Wissen, das ich mir dann im Wesentlichen auch erarbeiten kann für einen konkreten Fall. Und dann geht es aber über Sachen, also Logik, Scharfsinn, Plausibilitätsdenken, Weisheit und so. Einfach Sachen, die nicht mit dem Wissen direkt nur zu tun haben. Aber wie gesagt, ohne Wissen geht es auch nicht. Sonst ist man schnell ein aufgeblasenes Großmaul. Die Leute, wenn die was studieren, da ist nicht alles Blödsinn. Das darf man nicht jetzt pauschal auf die runtersehen und denken, ich kann alles, ich brauche gar nichts lernen. Das ist alles. Da muss man vorsichtig hergehen. Aber das ist jetzt ein Beispiel, versteht ihr? Und das ist ein Beispiel für vieles, 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 was ich merke, wenn ich durchs Leben gehe. Fehlentwicklungen, versteht ihr? Ich bin wahrscheinlich der Erste, der das jetzt hier so konkret anspricht. Es werden mir Leute, die sich auskennen, folgen, dass ich hier was richtig ausspreche. Aber, das ist auch nicht nur diese Werbung, sondern insgesamt was die Menschen praktisch in ihrer Seele angerichtet wird. Das ist unheimlich schlimm und böse und Missstände, die viele Menschen gar nicht zuordnen können. Natürlich hat es auch schon grausame Taten gegeben, ohne solche Werbung. Aber hier wird was noch. Hier wird das Schlechte noch herausgekitzelt. Es wird bewusst praktisch mit dem Gefühlen eines gedemütigten Mannes gespielt, wo die Frau das höchste Hassobjekt ist. Und oft bekommen es dann die kleinen Mädchen ab, das sind dann auch oft schwächliche Männer. Und sage ich mal, die müsste es rechtzeitig verarzten, sage ich mal. Aber da ist nicht in der Gesellschaft dominiert nicht die Weisheit, die Fürsorge, die jetzt die schaut, wo hat es Probleme, was kann man da machen, sondern da wird eben aus Profit irgendwas sowas gemacht und es wird nicht verhindert. Es wird nicht durchschaut und es wird nicht verhindert. Und das ist nur ein Beispiel von viele, viele, viele andere Sachen. Und das ist etwas, das nehmt ihr gar nicht wahr. Versteht ihr? Ich gehe durch die Welt mit ganz anderen Augen, wie die normalen Leute. Und wenn ich sage mal, ich sage ganz klar, ich mache Satire, aber wenn ich aber mit einem ernsten Hintergrund, oder sage ich mal, wenn es dazu kommt, dass ich einflussreich werde, dann seht ihr schon mal praktisch, an was für Sachen ich denke. Das ist ja nur ein Beispiel, an was ich auch denke, sage ich mal. Es gibt ja auch viele praktische Sachen, so wenn das jetzt einer nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber es reißt euch einen Horizont auf, wie weit ich auch dort denke, wo bei normalen Leuten praktisch das Denken aufhört. Aber ich sage, auch das hat schlechte Konsequenzen. Und das, was die Menschheit, die Gesellschaft über die Medien erreicht, hat ganz viel schlechte Konsequenzen. Und da ist vieles einfach, wo die Menschen dann aber nicht wissen, wie können sie die Grenze ziehen. Unsere höchsten Autoritäten, Ethikrat, Politik, Kirchen und so weiter, die können mir alle geistig nicht das Wasser reichen. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ich muss achten, dass das Video nicht zu lang wird.